Herr Werner, wir sind hier zum Wissenshäppchen. Was muss ich zum Thema Impfungen gegen Corona wissen? Sie sind als der Fachmensch der Stadt Mülheim sowohl Leiter der Feuerwehr als auch Mitglied des Krisenstabes. Und ich hatte vorher mitgekriegt, wie sehr stark Sie in Arbeit begriffen sind, alles das, was mit Impfungen und Corona zu tun hat. Also sind Sie auch der Fachmensch für die Beantwortung all der Fragen. In der Corona-Pandemie gibt es die AHA-Regeln, Abstand halten, Hygiene beachten und im Alltag Maske tragen. Auch das Testen lassen, wir hatten uns heute Morgen testen lassen mit den kostenlosen Schnelltests in den vielen Teststellen, gehört zur Praxis, bevor man dann einkaufen geht oder zum Friseur geht oder in ein Café geht. Die Menschen in Mülheim haben sicher viele offene Fragen zu den Impfungen gegen Covid-19, die wir hier versuchen wollen zu klären. Auf dem Impfen aller Menschen ruht die Hoffnung für eine Rückkehr zu einem normalen Alltag, auch in den vielen anderen Bereichen des Lebens. In Mülheim ist das Impfzentrum auf dem ehemaligen Tengelmann-Areal in Speldorf an der Wissholzstraße 5. Es ist auch an 7 Tagen die Woche geöffnet und insgesamt können 480 Impfungen am Tag durchgeführt werden. Ist denn das Impfzentrum ausgelastet? Ja, erstmal herzlich willkommen und vielleicht eine Korrektur direkt zum Anfang. Wir machen bis zu 800 Impfungen am Tag, nicht nur 480, und kommen so auf ca. 5.000, gut 5.000 die Woche. Und damit haben wir einen wirklich guten Durchsatz und sind auch wirklich gut ausgelastet aktuell. Es ist ja so, dass alle Menschen, die mehr oder das, was ankommt, ist, dass der Impfstoff knapp ist. Und dass er zurzeit noch nach den Altersgruppen verteilt wird und Prioritätslisten erstellt werden. Welche Personen können aktuell geimpft werden und wann wird das wieder aufgehoben, diese Prioritätenliste? Es ist ja über die Zeit immer ein bisschen mehr geöffnet worden. Am Anfang waren es ja nur die über 80-Jährigen und medizinisches Personal. Das ist die sogenannte Prioritätsgruppe 1 gewesen. Bisschen verwirrend, die sind in Paragraph 2 der Corona-Impfverordnung aufgeführt. Dann wurde die komplette Priorität 2, die in Paragraph 3 aufgeführt ist. Das hat tatsächlich zu viel Verwirrung geführt, diese Paragraphen und Nummerierung der Prioritätsgruppen. Und aktuell ist, ich würde mal sagen, so die Hälfte der Prioritätsgruppe 3 geöffnet. Darunter fallen jetzt ganz neu Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Einzelhandel. Und das ganze medizinische Personal ist bereits geimpft bzw. hatte bereits ein Impfangebot. In der Prio 2 waren auch drin Kindergärtnerinnen, es waren Grundschullehrer mit drin. Also ist schon ein großes Spektrum. Ab 7. Juni soll die Impfpriorisierung komplett fallen, sodass es dann keine, will man jetzt wirklich von Bevorzugung sprechen oder sagt man eher von einer Priorisierung, die am höchsten gefährdet sind zuerst, und das war mit Sicherheit eine kluge Entscheidung, diese Priorisierung fällt. Ab 7. Juni kann jeder geimpft werden und jetzt kommt das große aber eben nicht sofort. Denn der Impfstoff ist immer noch knapp, das ist so auch hier in Mülheim. Richtig. Und wenn Sie 5.000 Menschen in der Woche impfen können, dann können Sie keine 6.000 impfen. Ich vergleiche das immer damit, wenn morgens 100 Menschen beim Bäcker stehen, dann können auch nicht 100 gleichzeitig bedient werden, sondern der Erste bekommt zuerst seine Brötchen und der Letzte zuletzt, wenn genügend Brötchen da sind. Da haben Sie wohl recht, aber wenn man sozusagen in Erwartung der Vorteile für Geimpfte, Genesene, Getestete ist, ist beim Impfen natürlich ein viel größerer Druck drin, als er vielleicht am Anfang der Priorisierungsreihenfolge gewesen ist. Das merken wir ganz deutlich. Auf kommunaler Ebene kritisieren wir auch die Sprachregelung, die man aus dem Bund hört. Der Impfturbo ist gezündet. Das vermittelt natürlich den Eindruck bei den Menschen, ja, morgen kann ich geimpft werden. Erstens, Sie haben es richtig gesagt, ist gar nicht genügend Impfstoff aktuell da. Und zweitens, selbst wenn Impfstoff ohne Ende da wäre, auch dann kann ich nicht alle Menschen gleichzeitig impfen, sondern ich muss halt die nacheinander impfen. Und leider hat in diesem Zusammenhang haben die Öffnungen leider so ein bisschen einen negativen Einfluss, weil man kann es sehr gut nachvollziehen. Die Leute wollen wieder raus, sie wollen reisen, sie wollen einkaufen gehen, sie wollen sich mit Freunden und Bekannten treffen. Und wer geimpft ist,
ist da natürlich jetzt im Vorteil. Und das merken wir ganz deutlich. Leider ist es bei manchen auch so, dass sie regelrecht aggressiv werden und eine Impfung einfordern. Und bei manchen wenigen geht es sogar so weit, dass es denen dann egal ist, was mit anderen ist. Da ist so ein bisschen der Egoismus im Vordergrund. Das spüren wir gerade, das ist menschlich, aber eben nicht schön. Jetzt ist es ja so, dass es verschiedene Wege gibt, um zu dieser tollen Spritze zu kommen. Einmal kann man anrufen, man kann diese 116, 117 auch online bedienen und bekäme dann über das Verfahren, dass man sich anmeldet, einen Termin zugewiesen, der auch immer gleichzeitig den zweiten Termin beinhaltet. So war es bei mir, ich bin über 60, das heißt, ich konnte, als AstraZeneca freigegeben wurde, und mich darum gekümmert habe, tatsächlich einen Termin bekommen. Es gibt viele andere, die den Weg darüber wählen und auch tatsächlich manchmal ausgebremst werden. Wie sieht denn da die Praxis aus? Wie können Sie beurteilen, ob das klappt im Bereich der Online-Anmeldung mit 116, 117? Ja, also es gibt ja jetzt seit einigen Wochen zwei Möglichkeiten, zur Impfung zu kommen. Das eine ist eben im Impfzentrum, das andere ist der Weg über den Hausarzt. Das sind auch zwei für uns ganz getrennte Wege. Wir haben keinerlei Einblick, wie viel Impfstoff in die Hausarztpraxen geht. Das wird ganz gesondert gesteuert, sondern wir haben wirklich nur den Einblick in die Impfzentren. Im Impfzentrum macht man im Regelfall einen Termin über die 116 117, das heißt also über die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung oder einfacher, ich habe es selber für meine Schwiegereltern gemacht, ist es, den Termin zu machen über die Online-Buchung, genau. 116117.de. Das funktioniert wirklich sehr gut. Momentan, es sei denn, es kommt gerade wieder ein ran. Und das ist ja die Vermutung bei vielen Menschen, dass es ab dem 7.6. möglicherweise so sein wird, wenn alles freigegeben wird. Aktuell haben wir keine freien Impftermine. Wir wissen noch nicht, ob wir Erstimpfungen im Juni machen können, weil das Land nicht genügend Impfstoff bekommt. Der Eindruck, der in der Öffentlichkeit entsteht, ist nicht die Realität, die wir zumindest im Impfzentrum erleben. Wir wissen noch nicht, was im Juni passiert. Die Zweitimpftermine sind gesichert. Also wer vorher eine Erstimpfung bekommen hat, bekommt auch seine Zweitimpfung. Aber nach Stand heute wissen wir noch nicht, ob wir Erstimpfung machen können. Deswegen, wenn Sie sich im System anmelden, sind keine freien Termine da. Das liegt wirklich am Impfstoffmangel. Da kann man dann nur gucken, ob man über einen Hausarzt was bekommt. Aber Hausärzte machen auch nicht alle mit. Also auch das ist natürlich ein Problem. Wie ist es denn, wenn man dann jetzt sich über die 116, 117 anmeldet? Ist das sinnvoll, das häufiger zu wiederholen, weil immer wieder was passieren kann? Oder man kriegt eine Absage und dann sollte man lieber eine Woche warten? Gibt es Termine, wo man sich darauf orientieren kann, wenn neue eingestellt werden? Gar nichts. Es gibt keine Regeln, die da. Also ich kann jetzt nicht sagen, gucken Sie jeden Montag. Okay. Also ich kann eigentlich immer nur wieder sagen, gucken Sie regelmäßig. Okay. Und wie oft das dann ist, muss jeder für sich entscheiden. Und ich kann nachvollziehen, dass es für manch einen frustrierend ist. Aber es ist aus meiner Erfahrung einfacher, im Internet zu schauen, auf der Homepage, sich natürlich anzumelden und kurz zu schauen, als jedes Mal in einer Hotline zu hängen und mit jemandem zu sprechen. Und das dauert ja auch, bis ich eine Verbindung bekomme. Also insofern, das ist momentan nicht ganz so einfach. Ist denn die Hausarztregelung, die es gibt, eigentlich eine, also für, gerade für die Patienten, die gut vernetzt sind, im Sinne, dass sie oft zum Arzt gehen, der weiß, was die Krankheitssymptome sind oder die da einen guten Kontakt haben, eigentlich der erfolgreichere Weg? Gut, nur wenn es zu wenig Impfdosen gibt, dann ist das wahrscheinlich genau dasselbe Spiel. Also ob es erfolgreicher ist, natürlich, wenn ich insbesondere als vorerkrankter Mensch zu meinem Hausarzt gehe, dann braucht er mich nicht lange fragen, weil er kennt mich. Er weiß, was er bei mir beachten muss und kann mich natürlich gezielter impfen. Die Aufklärung geht schneller, der bürokratische Teil geht schneller. Das ist mit Sicherheit ein guter und richtiger Weg. Aber auch die Hausärzte haben natürlich das Problem, dass sie nur begrenzte Kapazitäten haben. Also selbst wenn auch da genügend Impfstoff da ist, auch dann kann so ein Hausarzt neben seinem Alltagsgeschäft, was er auch machen muss, nicht wahllos viele Menschen impfen. Wir sind schon wirklich auf einem guten Weg. Mühlheim hat jetzt fast 50% der Bevölkerung erst geimpft. Ja. Wenn man dazu nochmal die nimmt, die die Krankheit durchgemacht haben, auch das sind in Mühlheim nochmal 8.000 Menschen, die kriegen ja gar keine Erstimpfung mehr, sondern nur die Zweitimpfung.
dann haben wir einen ganz tollen Stand. Aber ich weiß, das hilft natürlich nicht denjenigen, die noch gar nicht geimpft sind. Ne? Den wie sind denn die Inzidenzzahlen in Mülheim zurzeit? Wissen Sie das? Wir sind seit Tagen weit unter 100. Okay. Ich habe jetzt heute gar nicht geschaut, muss ich zugeben. Aber ich meine, wir sind irgendwas um die 70. Okay. Ja, es führt ja beides dazu, dass man sozusagen eine hohe Impfquote hat, aber eben auch, dass solche niedrigen Zahlen sich entwickeln dazu, dass die vielleicht die persönliche Drang danach nicht mehr so nach vorne gebracht werden muss. Das ist so meine Hoffnung, dass man vielleicht eine Sicherheit bekommt. Es kommt irgendwann eine Impfung und da kann man dann drauf warten. Ich glaube, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist es absolut realistisch, dass im frühen Herbst tatsächlich alle, die geimpft werden wollen, geimpft sind. Mhm. Man muss eben ein bisschen Geduld haben. Und wenn man ehrlich guckt, wir haben am 8. Februar mit den Impfungen im Impfzentrum begonnen. Das sind ja gerade mal 3 Monate und haben wirklich schon viel erreicht. Und wir konnten am Anfang, weil der Impfstoff noch schlechter zu kriegen war, weil es eine noch größere Mangelware war, viel weniger geimpft. Und ich glaube, man sollte da ein bisschen Vertrauen haben, es kommt. Aber vielleicht sollte man sich auch wirklich fragen, steht im Vordergrund die Urlaubsreise oder steht im Vordergrund die Gesundheit? Genau. Die Hausärzte sind das eine, dann kommen und die sozusagen Impfhotline und damit die Impfzentren das andere. Das wird weiter beides laufen müssen wahrscheinlich auf der Grundlage dessen, dass man auch entsprechend viele noch impfen muss. Oder wird es so sein, dass irgendwann keine Impfzentren mehr da sind und nur noch Hausärzte impfen sollen? Ich bemühe jetzt nochmal den Bäcker, wenn 2 Bäcker nebeneinander sind und die 100 Leute sich auf 2 Bäcker verteilen, sind an jeder Schlange nur 50. Dann sind die schneller fertig. Gut, eine Zeit lang werden wir mit Sicherheit die Impfzentren noch brauchen. Es wird keine Dauereinrichtung sein. Das heißt, irgendwann wird das in das normale Hausarztgeschäft reingehen, so wie die Grippeschutzimpfungen und andere Impfungen auch. Momentan ist der Druck halt sehr groß. Die Pandemie muss bekämpft werden. Die Impfung ist mit Sicherheit das wirksamste Mittel, was es gibt. Und insofern ist dieses parallele System jetzt absolut berechtigt. Und mindestens bis Ende September, hat das Land schon angekündigt, werden die Impfzentren bestehen bleiben. Jetzt gibt es noch die Betriebsärzteimpfungen, die dazukommen. Auch in Mülheim gibt es große Unternehmen wie Siemens zum Beispiel. Wissen Sie, wie da die Planungen sind? Gibt es dort eigene betriebsärztliche Stellen, die sowohl die Mitarbeiter als auch die Angehörigen der Mitarbeitenden dann impfen? Also wir sind mit einigen großen Firmen seit Wochen in Kontakt, die bei uns immer wieder nachfragen, wie sieht es denn aus? Unsere Betriebsärzte würden gerne die Mitarbeiterschaft impfen, würden gerne selber Impfungen durchführen. Und bis Mittwoch gab es überhaupt keine Informationen. Wir haben immer mittwochs eine Videokonferenz mit dem Gesundheitsministerium. Da gab es noch keinerlei Informationen. Und direkt am Ende der Videokonferenz konnte man im Internet nachverfolgen, beziehungsweise in den Medien, dass bis Freitag die Betriebsärzte, also bis heute Mittag, Impfstoff bestellen sollten. Wir waren alle völlig überrascht, was da gerade passiert. Das ist halt ein extrem hochdynamisches Geschäft. Auch Düsseldorf war überrascht, weil das wird aus Berlin gesteuert. Mhm. Und jetzt soll es dort losgehen. Aber ich muss wirklich im Konjunktiv bleiben. Ich habe keine genauen Informationen, wie das aussehen wird. Alle Informationen, die wir hatten, haben wir an die Firmen weitergegeben. Gerade bei uns über die Wirtschaftsförderung. Die haben das dort auch auf ihrer Homepage eingestellt. Es gibt Informationsblätter vom Arbeitgeberverband. Aber wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Tage warten, bis wir konkretere Informationen haben. Mhm. Und ich weiß von einzelnen, jetzt kommt ein. War nur ein. Bing. Ja. Können wir weitermachen. Okay, dann. Es kommt zweimal. Ja, jede Durchsage wird automatisch von der Maschine wiederholt. Hier ist das sozusagen live und deswegen alles gut. Aber bei den Betriebsärzten ist es ja so, dass da natürlich auch immer viele Menschen dranhängen und es eigentlich, aber ich würde gerne noch mal was zurückkommen, um die Verteilung zu verstehen. Es ist so, dass die Impfzentren die Impfdosen durch das Land NRW bekommen. Die Ärzte, die impfen
bekommen die Impfdosen auch durch das Land NRW? Nein, durch den Bund. Und jetzt kommen die Betriebsärzte dazu, die das auch über den Bund bekommen. Richtig. Aber das ist richtig, es gibt halt zwei Verteilstränge. Mhm. Grundsätzlich ist alles über den Bund organisiert. Der Bund gibt für die Impfzentren Impfstoff an die Länder. Das heißt, das Land Nordrhein-Westfalen bekommt ein Kontingent an Impfstoff, was es an seine 53 Impfzentren verteilen kann. Mit der Gießkanne, so wie wir das jetzt auch erleben. Nach Einwohnerschlüssel, so viel, genau. Die Hausärzte oder die ganze Ärzteschaft und jetzt wohl auch die Betriebsärzte bekommen das über die Apothekenschiene. Und das wird direkt vom Bund gesteuert, also über die normalen Medikamentenverteilkanäle. Dort können die bestellen. Und wir haben überhaupt keinen Einblick. Ich hätte gerne so ein Gefühl dafür, was gibt es jetzt dort, was kommt nach Mülheim. Dazu können wir relativ wenig sagen. Das heißt aber eben auch, das, was in den Medien steht, dass sozusagen die Impfzentren das meiste kriegen und die Ärzte dann in Mülheim gar nichts davon abkriegen, ist gar kein Thema ist, sondern das sind zwei komplett verschiedene Verteilwege. Und es kehrt sich gerade um. Es sieht eher so aus, dass die Ärzte jetzt mehr bekommen werden als die Impfzentren. Okay. Was ja prinzipiell auch vollkommen okay ist, weil dann gehen die Patienten zu ihrem Hausarzt oder zum behandelnden Arzt. Es gibt ja auch Kinderärzte oder Onkologen oder andere Fachärzte, die mitimpfen und können natürlich ihren Patienten viel gezielter untersuchen und entsprechend auch impfen. Das wird ja auch die Zukunft sein. Die Impfzentren sind tatsächlich eine schnelle Möglichkeit gewesen, hier Bedarfe auch zu befriedigen. Und die Ärzte werden das sicherlich in Zukunft übernehmen. Genau. Jetzt gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit dieser Sonderimpfaktionen, die ja auch in vielen verschiedenen Städten sind. Gibt es dort solche Sonderimpfaktionen an besonders belasteten Wohngebieten, hier in Mülheim auch? Wir haben das zusammen mit Hausärzten dreimal machen können. Einmal im Bereich Stierum und einmal im Bereich der Altstadt. Und haben insgesamt dort 2000 Impfungen vornehmen können. Leider ist der Impfstoffmangel die Bremse, die momentan dort zugeschlagen hat, sodass wir jetzt keine Sonderimpfaktionen aktuell machen können. Das Land hat nochmal Impfaktionen aufgelegt, Sonderimpfaktionen, hat das aber daran festgemacht, wo sind in welchen Städten besonders gefährdete oder gibt es besondere soziale Brennpunkte, und da gehört Mülheim nicht dazu. Okay. Und eine letzte Verteilfrage sozusagen dreht sich um die Frage dieser Sonderliste. Es gibt natürlich immer wieder in den Impfzentren Menschen, die dann sagen, okay, AstraZeneca nehme ich nicht, ich will nur BioNTech haben, dann nehme ich die Impfung nicht. Oder sie sind beim Hausarzt geimpft und kommen dann von daher, ohne sich abzumelden, nicht zum Impfzentrum. Dann bleiben Impfdosen übrig. Ist es so, dass die Feuerwehr diese Liste führt und dann die Menschen auch anruft, oder wie funktioniert da der Weg? Ich glaube, das Erste, was man wissen muss, es sind ja nicht viele Impfdosen, die überbleiben. Wir reden ja nicht über, das Gefühl ist immer so, da bleiben 50 oder 100 Impfdosen über, sondern es werden nur so viele Impfdosen vorbereitet zur Verimpfung, wie man eigentlich braucht. Und diese kleinen Vials, also diese kleinen Fläschchen, da sind bei BioNTech, kann man bis zu 7 Impfdosen rausbekommen. Das heißt, schlimmstenfalls habe ich nur eine Impfdose verwendet und habe 6 über. Okay, und die werden dann verteilt? Und die werden dann verteilt. Dafür haben wir eine Liste, damit eben nichts weggeworfen wird. Das wäre das Allerschlimmste. Aber die ist hier bei der Feuerwehr? Die ist im Impfzentrum, okay. Ja, die wird dort von uns geführt. Und da haben wir vor allem Leute drauf. Da haben wir vor allem Leute draus aus dem medizinischen Bereich, das heißt also aus Arztpraxen, okay, aus dem Krankenhaus. Wir haben nicht Otto-Normalverbraucher drauf. Okay, das sind alle Menschen, die sozusagen einen besonderen Bedarf haben. Genau, weil wir wollten eben vermeiden, dass nachher der Eindruck entsteht, da wird irgendwelches Gekungel gemacht, da werden Leute bevorzugt.
weil sie jemanden kennen, sondern wir machen das tatsächlich an der hohen Priorisierung des Berufs fest. Und die Krankenschwester hat dann eben eine höhere Priorisierung, ja auch nach der Bundes-Corona-Impfverordnung, als jemand, der nicht in einem derartigen Beruf arbeitet. Was dieses Thema angeht, ist ja das Wort Gerechtigkeit. Gibt es eine Gerechtigkeit? Wenn Sie das jetzt von Ihrer Sicht, in der Sie natürlich in der Organisation betroffen sind, betrachten, sehen Sie eine Gerechtigkeit bei der Verteilung der Impfdosen? Schwierige Frage, aber das ist natürlich... Es ist eine schwierige Frage, weil sie sehr von subjektiven Eindrücken geprägt ist. Mhm. Bei manchem ist es nur dann gerecht, wenn er selber geimpft wird. Dann findet das sehr gerecht. Andere sehen das auch sehr neutral und sagen, ich finde es halt sehr gerecht, wenn die Gefährdetsten zuerst geimpft werden. Also die besonders Gefährdeten, das waren die Alten. Und das sehen wir ja, dass Leute sich jetzt infiziert haben. Da gibt es ja in einigen Städten in NRW Leute in Altenheimen, die sich infiziert haben, geimpft sind und nicht schwer erkranken. Und dann haben wir genau das Richtige erreicht. Die Leute, die am Patienten arbeiten, dass also die Krankenschwester auf der Intensivstation natürlich vorrangig geimpft wird, weil die Gefahr ist so groß, die ist doch anders als bei der Sekretärin, die momentan im Homeoffice ist. Das muss man doch einfach fairerweise auch sehen. Und wenn die Krankenschwester geimpft ist, und von den Krankenhäusern haben wir sehr früh gehört, nachdem alle geimpft waren, gab es auch keine Erkrankungen mehr. Das heißt also, die Leute sind geschützt, die fühlen sich auch besser, die können ihren Job besser machen für die Allgemeinheit und dann ist das gerecht. Mhm. Und am Ende, ich bemühe jetzt zum dritten Mal den Bäcker, ist es gerecht, dass der Nachbar vor mir die Brötchen bekommt? Ja, wahrscheinlich, weil er etwas eher da war. Etwas schneller dran, ja. Okay, gut, aber das ist natürlich ein wichtiges Thema, was die Leute interessiert und so ein Impfneid ist nicht gut, wenn das um sich greifen sollte. Von daher nochmal zu der Praxis der Impfung. Was ist, wenn ich meinen Impftermin habe, was erwartet mich im Impfzentrum? Da, ne, die Leute, die noch nicht geimpft sind, haben da ja in der Regel große Sorge oder Ängste. Vielleicht kann man den Weg einmal durch so ein Impfzentrum versuchen zu beschreiben. Also zum einen, wenn Sie bei uns auf die städtische Homepage schauen, da gibt es ein kleines Filmchen, wo man durch das Impfzentrum durchgeht, also virtuell sich das angucken kann. Und dann weiß man schon mal, wie es dort aussieht. Okay. Das Ganze fängt also schon auf dem Parkplatz an. Dort ist ein Wachdienst, der also dafür sorgt, dass die Leute ordentlich einparken können, die zum Eingang geleitet. Dort wird eine kurze Kontrolle gemacht, ob derjenige oder diejenige denn auch auf der Liste für einen Termin steht, weil wir wollen halt nicht zu viele Leute ins Impfzentrum einlassen und schon gar nicht die, die nicht berechtigt sind. Dann findet die erste Unterlagenprüfung statt, ob alle Unterlagen ausgefüllt mitgebracht wurden oder ob jemand etwas vergessen hat, der bekommt dann noch die Gelegenheit im Warteraum diese Unterlagen auszufüllen. Und dann kommt man zur Registrierung, dort wird nochmal der Termin eingetragen ins System, sodass man am Ende auch nachgucken kann, wann ist jemand tatsächlich geimpft worden, mit welchem Impfstoff. Und das geht eigentlich relativ zügig. Dann findet eine Aufklärung durch einen Arzt statt. Das heißt, man kommt in eine Kabine rein. Dort sitzt man auch alleine mit dem Arzt oder der Ärztin und kann noch mal seine Fragen stellen. Meistens sind es ja so Dinge, vertrage ich das? Ich nehme die und die Medikamente, bekomme also eine gute Aufklärung. Und von da aus geht es dann in die Impfkabine. In der Impfkabine befindet sich auch wieder ein Arzt und eine medizinische Fachangestellte. Und dort findet die Impfung statt. Und dann geht man nochmal in einen Wartebereich. Da besteht das Angebot, das ist ja keine Verpflichtung, aber das Angebot, nochmal eine Viertelstunde zu warten. Da läuft auch so eine Uhr mit, dass man selber gucken kann, wann ist die Viertelstunde um. Und diese Viertelstunde dient dazu, wenn jemand eine allergische Reaktion haben sollte, dass man dann sofort einschreiten kann. Medizinisches Personal ist ja genügend da, auch Gerätschaften sind da und dann geht man wieder. Im Regelfall würde ich sagen, eine halbe Stunde ist man eigentlich wieder raus. Es ist unendlich viel Personal da, die sich mühen, Helfer, die damit den Betroffenen da den Weg gehen, falls sie ihn nicht finden sollten. Es gibt tausende von Schildern. Ich finde das eine enorme Logistik, die da aufgebaut ist. Und auch wirklich, weil es ja je Stadt ist,
auch ein enormer Aufwand, der dahinter steckt. Wo kommen die ganzen Menschen her, die das machen? Sind das alles Freiwillige oder eben Menschen, die bezahlt werden durch die Stadt? Also grundsätzlich sind alle Menschen, die dort arbeiten, in Lohn und Brot. Das heißt, sie bekommen dort Geld für. Es ist keiner, der das ehrenamtlich macht. Aber sie sind alle schon freiwillig da. Wir haben keinen dahin verpflichtet oder gezwungen. Wir arbeiten da sehr eng mit dem Deutschen Roten Kreuz zusammen. Das DRK hat extra Personal dafür eingestellt. Natürlich wird das bezahlt. Wir stellen das gegenüber dem Land wieder in Rechnung. Hoffen dann auch, dass die Stadt dieses Geld vom Land erstattet bekommt. Das sind ja schon recht große Summen. Hohe Summen, ja. Und parallel, das sind so zwei Parallelorganisationen, parallel findet natürlich der Impfbereich statt, den die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein organisiert. Die kümmern sich um die ganze Registrierungsfragen und die kümmern sich auch um den Impfprozess. Und so eine dritte, kleinere Säule sind die Apotheker, die den Impfstoff aufbereiten. Jetzt ist es ja so, dass eins der wichtigen Punkte, die nach dem Impfen zurzeit jetzt beschlossen auch von der EU kommen wird, ist der nicht der händische Impfausweis, sondern der elektronische. Da scheint es so zu sein, als ob viel in diesem Bereich des elektronischen Aufschreibens, der Registrieren etc. noch nachzuholen ist in Deutschland. Zumindest ist das so bei mir rübergekommen. Ist das etwas, was richtig schwierig wird noch für alle Menschen, diese Ausweise digital zu erstellen? Das wissen Sie auch nicht. Ich kann es. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht viel dazu gehört. Ja, heute ist was los. Es ist vieles noch nicht bekannt. Es soll ja EU-weit geregelt sein und ich glaube, wir Deutschen neigen immer dazu, uns schlechter darzustellen, als wir sind. Ich glaube, die anderen in der EU sind auch nicht besser. Es ist auch eine Mammutaufgabe. Ist es ja. Ein Stück Papier zu unterschreiben und einen Stempel drauf zu machen, ist natürlich recht einfach. Keiner möchte, dass mit den Daten Schindluder getrieben wird. Und insofern weiß noch keiner, wie sieht dieser elektronische aus. Ist der elektronische ein Stück Papier oder eine Plastikkarte, die ich elektronisch lesen kann? Oder ist es tatsächlich das Handy, was ich hochhalte, wo ein QR-Code oder irgendwas drauf ist? Und dann müssen die Daten, die jetzt erhoben wurden, wann wurden sie geimpft, mit all ihren Personen, die müssen ja auch wieder darüber gebracht werden. Das ist, glaube ich, schon noch eine echte Herausforderung. Okay. Aber ich habe noch keine Erkenntnisse darüber, wie das genau aussehen wird. Und ich befürchte, ich werde es genauso wie Sie aus den Medien erfahren. Okay. Das war sozusagen auch die letzte Frage, die in die Perspektive gerichtet ist. Was wir noch alles erleben werden und was auf uns zukommt, ist tatsächlich offen. Wir haben jetzt hier den Stand von Mai, in der die Diskussion stattfindet. Von daher ist es ganz wichtig, dass die Menschen sich informieren. Auf der Seite der Stadt Mülheim steht beim Gesundheitsamt relativ viel an Informationen. Also man muss tatsächlich nochmal nachhaken und gucken. Von daher ist dies hier eine Momentaufnahme dessen, ja, wie zurzeit das Impfen in Mülheim funktioniert. Und ich bedanke mich bei Ihnen für die freiwillige und offene Auskunft, die wir jetzt bekommen haben, um sich wirklich darauf einzustellen und einschätzen zu können, was für mich denn persönlich wichtig ist. Dass jeder das für sich als Wissenshäppchen auch sprachlich und nicht um etwas durchlesen zu müssen verstehen kann. Herzlichen Dank. Ich darf mich bedanken, dass Sie da waren und dass ich ein bisschen vielleicht zur Aufklärung um das Impfen beitragen konnte. Danke sehr.